Irgendwas verwüstet Pete's alte Nachbarschaft. Nicht gut. Hi, Ma'am. Wer ist da? Ich erkenne Ihre Stimme nicht. Spider-Man? Oh, ich wusste nicht. Alma, ist mir ein Vergnügen. Sie brauchen also Hilfe? Ja. In meinem Garten ist ein Monster. Ich höre es in der Nacht, wie es kratzt. Vielleicht ein streunender Hund? Oder eine Ratte? Dank meiner Allergien würde ich einen streunenden Hund gleich bemerken. Und selbst New Yorks Ratten werden nicht so groß wie dieses Vieh. Gibt's hier noch jemanden, dem das aufgefallen ist? Ein Familienmitglied? Blindenhund? Nein, nein. Keine Familie, keine Nachbarn, keine Hilfstiere. Ich habe doch Allergien. Was auch immer es muss weg. Okay, ich schau mich mal um und gebe Bescheid. Danke. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Schäden zu reparieren. Festes Einkommen, wissen Sie? Definitiv kein Mensch. Eklig. Zeit für eine Analyse. Auf Molekularebene. Dann schauen wir mal. Eine Art Chemikalie. Wo das wohl hinführt? Aus dem Wald? Aus dem Wald kam noch nie was Gutes. Der Weg endet hier. Ich sollte mich umsehen. Es reißt Autos in Stücke? Okay. Was haben wir hier? Verliert das Ding etwa Blut? Oder ein Sekret? Saba? Mann, das Zeug ist von echt weit weg erkennbar.
zerfetzt Autos wie ein T-Rex und springt wie ein Tiger. Super! Ich komm wohl näher! Das Ding läuft kreuz und quer. Wo will es hin? Wow. Vielleicht weiß Genki, was man mit dem Ding macht. Hallo? Genki? Dieses Monster in Queens. Das ist so eine Jägerbestie. Aber sie ist ganz entspannt. Noch. Wow, eine Jägerbestie. Ob wir sie hacken können? Könnte weiterhelfen. Steckt da etwa ein Pfeil drin? Ruhig. Das tut nicht weh. Wahrscheinlich. Bist ja eine Maschine. Genki! Hilfe! Okay, okay. Schnell, wär super! Verstanden. Was hast du gemacht? Also, ich habe seine Datenbank zur Mustererkennung aus reiner Verzweiflung mit 10 Millionen zufälligen Hundevideos geflutet. Mann, das ist genial! Also, was mache ich damit? Ist das gefährlich? Wie wär's mit Apportieren? Hundchen! Willst du die Fässer? Willst du spielen? Ja, hol sie dir! Braver Junge! Er ist abgelenkt. Ich versuche, auf seine Erinnerung zuzugreifen. Mann, überall fehlerhafte Daten. Der Pfeil muss von Jägern sein. Warum schießen die auf ihren eigenen Roboter? Zielübungen? Finden wir es raus. Und? Hast du auch einen Namen? Erkennung B110. Bello. Okay. Ich hätte mit Killer oder Terror gerechnet. Bello ist besser. Das Protokoll wird auf einem Server zwischengespeichert. Soll ich's wagen? Wieso vertraust du deine Antivirensoftware? Genug, um die Audio-Wiedergabe runterzuladen. Aus dem Weg, du Schrotthaufen! Sie hat Craig verraten! Du bist der Verräter! Ich hab nur meinen Job gemacht! Defekter Schrotthaufen! Komm zurück! Genki! Sie müssen unseren Zugang getrackt haben! Ruhig, Bello! Mach Platz! Bello! Bei Fuß! Genki, hat das Ding eine Notbremse? Manuelles Überschreiben unmöglich! Das wollte ich schon immer mal sagen. Tu doch was! Ich glaube, es dreht durch! Zumindest benimmt er sich so. Ob das die Aufnahme von diesem Typ war? Verdrängte Erinnerungen. Das ist nie gut. Sein Besitzer hat ihn erschossen. Und wollte den Mund vertuschen. Bello, aus! Willst du ein Leckerli? Nein, nein, nicht die Kirche! Da bist du. Komm her. Hätte dich mit einem Sprungfall verkämpfen sollen. Ja, komm her. Du darfst nicht dem Feind in die Hände fallen. Auch wenn du ein fehler Stück Schrott bist. Du warst das also, der Bello umlegen wollte. Das ist krank, Mann. Lass Bello in Ruhe. Er ist fertig mit dir. Bleib auf Bello. Herr Bello, pass! Befreit mich!
war wohl der Letzte. Bello? Ist wieder gut, Kleiner. Er wird dir nichts mehr tun. Jetzt holen wir den Pfeil aus dir raus. Sieht gar nicht so tief aus. Dann mal los. Aber, Junge. Das soll sicher sein? Hey, wenn 10 Millionen Hundevideos dich nicht brav machen, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber du bist brav, ja? Wärst ein braver Junge? Aber zur Sicherheit werde ich alles im Speicher löschen, bis auf die Videos. Und dich. Danke dir. Wir haben uns um das Kratzen gekümmert. Spider-Man? Moment, wir? Ich und dieser brave Junge hier. Oh nein, meine Allergien! Schon gut. Sie meinten, Sie können sich keinen Blindenhund holen? Nun, ich habe einen für Sie. Er ist ein Hund. Nehme ich an. Er ist aus Metall, also sehr allergikerfreundlich. Außerdem hat er einige hundert Blindenhund-Videos in seinem Speicher. Wirklich? Er ist einfach absolut perfekt. Ich kann ihn ausbilden lassen, damit er ordnungsgemäß registriert werden kann. Er ist mir jetzt schon eine große Hilfe. Danke, Spider-Man. Adios.